Die Zeitläufe aus Welt 5 werden wir mit dieser Challenge abschließen, nämlich Level 5 Boss Punch mit Punch. Ich nehme... Moment mal. Dixie oder Crab hier? Ne, Dixie passt schon. Bei dem Levelnamen habe ich, als ich es das erste Mal gespielt habe, überhaupt nicht kapiert, was jetzt Sache ist. Kämpfe ich jetzt gegen Punch? Kämpfe ich gegen Punch? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist so, man kämpft gegen Punch und man trinkt quasi mit ihm einen Punch. So verstehe ich jetzt den Levelnamen, glaube ich zumindest. Auch wenn, ja, man mit dem nicht wirklich Punch trinken sollte. Obwohl, vielleicht ist ja diese lila Soße Punch, weil Punch ist ja so lila, rosa, rötlich. Obwohl, nee, das ist doch eigentlich der Früchtesaft. Wir haben ja hier extra die ganzen Anlagen, um den Saft aus den Früchten rauszupressen. Ich habe keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, dieser Bosskampf. Wenn man erstmal links unten auf die Zeit zieht, dann kriegt man einen absoluten Schock. Weil man allein für Gold schon 3,48 braucht. Und ja, das wird jetzt auch krank. Es wird wirklich ziemlich schwierig. Man muss hier auch so ein paar Tricks anwenden. Und der Boss war richtig, richtig tricky im Zeitlauf. Also das könnte jetzt eine Zeit lang dauern. Also die Bosskämpfe im Zeitlauf hinzukriegen ist schon echt immer fast schon das Schwierigste sogar. Aber die Musik ist sowas von episch hier. Die liebe ich. Ah, richtig. Ja, ich erinnere mich. Ja. Du, 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 du. So richtig coole Rockmusik hier. Und... Yeah. Dieses Level oder beziehungsweise dieser Bosskampf im Shit, richtig. Jetzt habe ich schon wieder Schatz gesagt, wie im letzten Part schon. Gott verdammt. Der Zeitlauf von diesem Level ist richtig behindert. Richtig behindert. Denn, man braucht bei diesem Boss wieder einmal Glück, damit es funktioniert. Leider. Und ich glaube, man braucht sogar gleich an zwei Stellen Glück. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, und ich glaube, beides Mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ein halb. Also genau 50%. Das heißt, insgesamt klappt es nur zu 25%, dass man den Boss schafft. Weil halt beides Mal das mit 50% hinhauen muss. Und ja, das ist einfach richtig behindert. Und wir haben leider schon beim ersten Mal Pech gehabt. Wo und wann das war, das zeige ich euch dann im nächsten Versuch, wenn wir es nochmal versuchen. Denn das hier wird jetzt bestimmt noch nicht der Versuch, in dem wir es schaffen. Auf gar keinen Fall. Das können wir uns gleich wieder abschminken. Aber abgesehen von dem Glücksfaktor, den man halt braucht, ist, glaube ich, die erste und die zweite Phase nicht so schwierig. Aber die dritte Phase... Die dritte Phase ist nochmal ziemlich problematisch, denn in der dritten Phase braucht man nochmal Glück und sie ist an sich auch schon schwierig. Also, ja, das wird ein Spaß werden. So. Was macht er jetzt? Ja. Zack, da hatten wir jetzt Glück. Bringt mir aber nichts, weil wir am Anfang Pech hatten. Ich weiß, ist jetzt alles ein bisschen sehr rätselhaft, was ich hier gerade sage, aber... Ich werde es euch dann noch erklären. Was kommt jetzt? Ah, der Kark, richtig. Aber ich finde den Boss richtig cool. Er ist auch bisher der beste, wie ich finde. Also ich... Wow, chill. Ich mag ihn echt richtig gern. So, was kommt jetzt? Das Zuhauen, ne? Ja. Zack. Also Gold wird es wahrscheinlich sogar. Aber shiny halt nicht. Haben wir uns treffen lassen eigentlich? Ich glaube auch nicht. Warte, Moment mal, hatten wir gerade eben Glück oder nicht? Ja. Wenn das jetzt tatsächlich schon reicht, ey, im ersten Versuch, lol. Aber nee, tut's nicht, weil wir am Anfang Pech hatten. Weil wir am Anfang Pech hatten. Ja. Yep. Lol? Was? 3,11? What? 3,11? Okay. Leute,
Ich habe Angst. Ich habe richtig viel Angst. So, in meinem anderen Versuch habe ich Cranky benutzt. Deswegen mache ich das jetzt hier auch mal. Aber ich wüsste eigentlich... Oder? Ich weiß gar nicht. Ist Cranky überhaupt besser? Eigentlich doch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass das jetzt mega nervig wird, denn... Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, das habe ich bei den Affen schon gesagt. Aber das war jetzt auch schon ein Fehler. Bosskämpfe, bei denen man Glück braucht, sind scheiße. Also, ja, nee, der Bosskampf an sich ist ja cool, aber der Zeitlauf von diesem Boss ist halt mega behindert. Weil wenn man für den Zeitlauf von einem Boss Glück braucht, dann ist das einfach mega scheiße und nur frustrierend. Man braucht nämlich hier Glück, dass der dritte Block eine Bombe ist und nicht der vierte. Weil wenn es der vierte ist, dann bringt es einem nichts. Denn wenn der vierte Block erst eine Bombe ist, dann trifft man ihn. Und danach macht er aber noch ewig lang ein Angriffsschema und macht hier Scheiße und es dauert ewig, bis wir ihn mal treffen können. Deswegen kann ich jetzt auch gleich wieder neu starten. Wenn aber der dritte Block schon eine Bombe ist und man trifft ihn mit dieser Bombe, bevor der vierte Block erscheint, beziehungsweise bevor ihr ihn wegkickt, dann schafft man es, ihn mit der Bombe zu treffen und man kann ihn dann, glaube ich, direkt danach irgendwie nochmal treffen. Weil man ihn so früh trifft, dass dieses Angriffsschema noch nicht vorbei ist für das Spiel. Und man ihn deswegen danach irgendwie gleich nochmal treffen kann oder so. Ich weiß selber nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Aber ich glaube, es ist so. Wir gucken jetzt gleich mal. Mal schauen, ob wir diesmal Glück haben. Nein, haben wir wieder nicht. Gott verdammt. Hä, oder das war doch so. Man muss ja doch Glück haben, dass die Bombe im dritten Eisblock ist, oder? Täusche ich mich jetzt gerade. Und falls ihr euch das wundert, man kann ihn, die ganze Zeit, während er den Hammer hier so hat, überhaupt gar nicht treffen. Geht nicht. Ist völlig unmöglich. Man kann zwar auf dem Hammer entlang jumpen mit Cranky, aber man kann ihn nicht treffen. Man kann ihm keinen Schaden machen. Das geht also nicht. Ja, also ich weiß noch, wirklich, dass ich bei diesem Boss verdammt lange gehangen bin. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, wenn mich jemand fragen würde, was für eine Art von Level ist am schwierigsten bei den Zeitläufen, dann würde ich sagen, die Bosskämpfe. Nicht die K-Level, sondern tatsächlich die Bosskämpfe. So, komm schon. What the fuck? Ich dachte... Moment mal, wie war das? Wie war denn das? Man musste da irgendwas machen. Ah, oh, das ist so kacke, ey. Wie ich Zeitläufe von Bosskämpfen hasse. Man muss die halt zu 100% genau analysieren und genau gucken. Und das ist halt auch so kacke, wenn man sie in einem Zeitraum von einer Millisekunde mal irgendwann irgendwie trifft, dann wird dadurch ausgelöst, dass sie den nächsten Angriff sein lassen und man dadurch nochmal mehr Zeit sparen kann oder so. Also da hat man einfach immer keine Ahnung, was man machen muss und wo man steht und... Ah, das ist einfach so behindert. Und ich dachte... Aha, seht ihr? Aha. Jetzt war es im dritten und er hat den Eisblock nicht mehr weggekickt. Und ich glaube... Genau, jetzt greift er sofort wieder an. Aus irgendeinem Grund lässt er jetzt sein gesamtes anderes Angriffsmuster, was er eigentlich macht, wo er von oben immer, ich glaube, 3 oder 4 Mal runtergefallen kommt, das lasst er jetzt sein. Habt ihr das gerade gesehen? Auf sowas Krankes muss man kommen. What the fuck? Ernsthaft? Auf sowas muss man kommen? Wie behindert sind die? Was erwarten die denn von einem? Du, die sind doch einfach so krank. Also ganz ehrlich, was sie sich da gedacht haben. Das ist sowas von gestört. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das funktioniert, dass im
dritten Eisblock die Bombe ist, ist eigentlich 50%. Eigentlich passiert das gleich oft, aber ihr habt gerade gesehen, das war jetzt der fünfte oder sechste Versuch, in dem das erst funktioniert hat. Also nicht nur muss man da drauf kommen, man braucht auch noch das Glück, dass das jedes Mal hinhaut. Und dann in der dritten Phase braucht man nochmal Glück, dass es da auch hinhaut. Ey, wie krank ist das denn? Ich fass es nicht. So, und ich glaube, bei der zweiten Phase kann man nichts schneller machen. Da muss man einfach ihn die ganze Zeit angreifen lassen. Das geht nicht schneller. Glaube ich jetzt zumindest. Aber die dritte Phase geht schneller. Da kann man ihn auch so ein bisschen austricksen. Ich weiß aber nicht mehr genau wie. So. Ich glaube, hier ist immer die erste. Gleich eine. Fuck. Eine Bombe. Leck mich am Arsch. Yep, verkackt. Verkackt, verkackt, verkackt. Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß alles? Was kommt? Jetzt kommt das hier, genau. Und zack, ich gucke jetzt nur mal, ob 3.11 theoretisch drin wäre. Wir haben zwar jetzt auch so schon ein bisschen länger gebraucht. Aber ich glaube 3.11 wäre drin. Ja, 3.11 wäre locker drin. 3.11 war doch die Zeit, oder? Okay. Dann ist es, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so schwierig. Ja. Okay. Gut, merke ich mir. Aber wie gesagt, es ist trotzdem einfach nur absolut krank. Ich meine, es gibt auch überhaupt keinen sinnvollen Grund dafür, shit, dass der Boss in seiner ersten Phase, wenn man ihn früh genug mit der Bombe trifft, dass er dann sein nächstes Angriffsschema, das eigentlich kommen müsste, sein lässt und sofort wieder mit dem Hammer draufhaut, sodass man ihn treffen kann. Warum macht er das? Es gibt überhaupt keinerlei Anzeichen oder so, dass das so ist, und es macht auch keinen Sinn. Fuck, ey. Leck mich doch am Arsch. Ich habe wieder das Gefühl, dass das auch wieder so ein halber Bug ist oder so. Aber die Entwickler wollen tatsächlich, dass man für Shiny Gold diesen Bug ausnutzen muss. Das war ja beim vierten Boss, beim letzten auch schon so, dass man da, um eine richtig gute Zeit hinzukriegen, auch so einen halben Bug ausnutzen musste. Wenn man sich nicht treffen lassen will zumindest. Und hier ist es jetzt anscheinend auch wieder so. Also, boah, wie behindert sind die? So, haben wir Glück? Ja, haben wir. Okay. Wenn im ersten Eisblock nämlich gleich nichts drin ist, dann funktioniert's. Und man muss ihn auch wirklich schnell genug mit der Bombe treffen. Man muss ihn mit der Bombe abgeschossen haben, bevor er... Ach, verdammt, jetzt habe ich's vergessen. Bevor er den vierten Eisblock wegkickt. Wenn man ihn erst danach trifft, dann macht er nämlich schon sein ganz normales nächstes Angriffsschema. Also, oh, es ist so behindert einfach nur. So cool der Boss auch ist. Er ist wirklich mein Lieblingsboss bisher. Aber im Zeitlauf ist der Boss auch wieder richtig behindert. Also wirklich der einzige Zeitlauf, was die Bosse jetzt angeht, der einigermaßen sozial war, war der von Welt 1. Alle anderen waren ziemlich assi. Denn bei dem von Welt 2, bei der Eule, da brauchte man zwar kein Glück, glaube ich zumindest. Nee, braucht man nicht. Aber es war relativ schwierig halt einfach. Bei den Affen brauchte man Glück, was immer kacke ist. Der vierte Boss war mega einfach, wenn man sich treffen lassen darf. Wenn man sich nicht treffen lassen darf, wie ich, dann war er ultra schwierig. Was auch behindert ist, und bei dem Boss kommt irgendwie alles zusammen. Er ist eh schon ziemlich schwierig und dann braucht man auch noch Glück. Ja. Aber die Musik ist gut. Du, 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 du. Fuck! Du ver... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Leck mich doch an.
Arsch. Ja toll, das Herz bringt mir leider auch nichts. Wir gucken mal nochmal, ob es gereicht hätte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hier... Shit. Ob es hier Glück ist, ob die erste Bombe... ob die Bombe im ersten Block gleich drin ist oder nicht. Weiß ich gar nicht sicher. Aber ich glaube schon, dass es Glück ist, oder? Na, ich weiß es nicht sicher. Und das ist übrigens eine ziemlich schwierige Attacke, finde ich. Also eine, die ziemlich schwierig auszuweichen ist. Weil er halt bei dem einen Teil auch noch antäuscht. Und die auch immer unterschiedlich schnell kommen. Mal kommen die nämlich schnell und mal langsam. Fuck. So weit schlecht. Wäre das jetzt 3-11 gewesen? Ja, nicht ganz, glaube ich. Ne, nicht ganz. Wir machen mal... jetzt. 18. Aber ich glaube nicht, dass 18 reicht. Ich hab's ja eh verkackt, weil ich mich hab treffen lassen. Ich möchte nur gucken. Ne, reicht auch nicht. Also sowas, muss ich echt sagen, regt mich auf. Wie gesagt, das war schon in Returns bei zwei Bosskämpfen so, nämlich beim 7. und beim 8. ausgerechnet bei den zwei letzten, dass man Glück brauchte. Und hier ist es... Also beim 3. Boss ist es so, dass man Glück braucht. Bei ihm hier braucht man Glück. Braucht man beim letzten Boss Glück? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jetzt haben wir aber viel Glück. Zack. So, diesmal denke ich auch dran, dass er ja sofort angreift. Zack, okay. Ich bin auch schon wieder sehr gespannt auf die Weltbesten. Ob die irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben, das hier schneller zu machen. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Also er ist auch wirklich kein einfacher Boss. Wenn man den Boss jetzt normal spielt, nicht im Zeitlaufmodus, sondern ganz normal halt, dann ist er auch bisher wirklich der schwierigste. Da kann man eigentlich wirklich, das ist das Schöne an dem Spiel, von Mal zu Mal auch wirklich eine Steigerung erkennen. Wenn ich... Ich bin so kacke. Denn ich finde wirklich, der erste Boss ist der einfachste. Dann kommt der zweite, dann kommt der dritte, dann kommt der vierte, dann kommt der fünfte. Und dann kommt auch der sechste, das ist auch der schwierigste. Aber der sechste ist aus Behindertengründen schwierig, aber das werden wir dann noch sehen. Das wird auch ein Spaß. Also wirklich die Zeitläufe von den Bossgegnern, ey. Ah. So. Dass ich das gerade eben schon wieder verkackt habe und da jetzt wieder 2-3 Sekunden hergegeben habe, ist schon wieder kein gutes Zeichen. Denn genau diese 2-3 Sekunden könnten mir am Ende fehlen und das wäre ziemlich behindert. Leider. Okay. Bei 2.18 habe ich ihm jetzt gerade das letzte Leben der zweiten Phase abgezogen, das merken wir uns mal. Werden wir es dann beim nächsten Mal vergleichen können. So. Ja, das erste ist anscheinend doch immer eine Bombe, okay. Okay, ganz ruhig. Kein Stress. So. Hier ganz an Rand stellen, damit man auch möglichst viel Reaktionszeit hat. Weil wie gesagt, manche kommen schneller und manche langsamer und dann täuscht er halt noch bei einem auch immer an. Und das, bei dem er antäuscht, das kann auch schnell oder langsam kommen. Also das ist auch ziemlich fies. Okay. Warum reicht das jetzt eigentlich schon wieder nicht? Bei weitem sogar. Warum? Ja, das verstehe ich nicht. Was habe ich denn jetzt wieder anders gemacht? Mein 17 wird bestimmt auch nicht reichen. Ich verstehe es immer noch nicht.
Doch, 17 reicht! Yes! Okay, ist mir scheißegal, dass ich es auch mit 11 hingekriegt habe und 11 viel besser ist. Ist mir sowas von wurscht, Leute. Wir haben's. Und da bin ich jetzt froh drüber und Schluss aus, Amen, Ende. Reicht. Also echt bei den Bossgegnern, das... Nee. Nee. Das ist mir eine Stufe zu krank. Die Bossgegner, muss ich ehrlich sagen. So. Wie schaut's denn aus mit den Weltbesten? Meine Bestzeit 3.17 bzw. 3.11. Und eure Bestzeit 3.2. Ja, das ist gar nicht mehr so viel besser. Und sie haben sich auch alle treffen lassen und das ist interessant. Der erste nimmt Dixie und der dritte nimmt Cranky. Ja gut, stimmt, weil's egal ist. Richtig, das ist mir ja gerade eben auch aufgefallen. Es ist völlig wurscht, ob man Cranky oder ob man Dixie hat. Okay. So. Ich bin sehr gespannt, also 9 Sekunden bzw. 15 Sekunden, wenn man meinen anderen Versuch nimmt und der nimmt nicht mal den Partner. Okay. Ja, das spart ihm, weiß ich nicht, 500stel oder so. Und er lässt sich da gleich treffen, damit er ihn so schneller erwischt, okay. Das ist ein bisschen knapp, DK, weiß ja nicht. So. Genau, er hat auch diesen Versuch, wo er Glück hat, dass die Bombe im dritten ist. Denn wenn sie im vierten wäre, dann kann man es vergessen. Und er lässt sich halt echt jedes Mal treffen, um da ein bisschen Zeit rauszuholen, okay, wenn er meint. Also ich habe ihm bei 2.18 das letzte Leben der zweiten Phase abgezogen. Mal schauen, bei welcher Zeit er es schafft. Hä, wusste der im Voraus schon, welches... Okay. Wusste der im Voraus schon, welches eine 2 hoch ist? Oder wie? Ja, komisch. Das ist doch eigentlich auch zufällig, oder? Dachte ich. Keine Ahnung. Ne, irgendwie weiß der das schon. Keine Ahnung. Warum hat er sich da jetzt treffen lassen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hat er das mit Absicht gemacht? Hä, verstehe ich nicht. Das hat ihm doch jetzt keine Zeit rausgeholt, oder? Ich glaube, der hat es einfach nur aus Jux und Dollerei gemacht. Einfach so, weil er sich cool fühlt. Ja, aber die zweite Phase ist wirklich nicht so spektakulär, was den Zeitlauf angeht. Denn wie gesagt, da kann man nicht wirklich viel Zeit rausholen. Lässt er sich jetzt wieder treffen? Nein, diesmal nicht. Ich glaube, das war tatsächlich gerade eben ein Fehler. Oder? Oder er hat es halt wirklich einfach gemacht, weil er sich cool fühlt. Keine Ahnung. Das macht er wieder so, okay. So. Jetzt die dritte. Das wird nochmal ein bisschen interessant. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, verdammt. Bei, wir ihm drei... was rede ich? Ich kann nicht mehr reden. Bei welcher Zeit er ihm das letzte Leben der zweiten Phase abgezogen hat. Ja, aber ist auch nicht so wichtig. Ja, der größte Unterschied von ihm im Vergleich zu mir ist halt, dass er sich treffen lassen darf. Und das insofern ausnutzt, dass er ihn schon immer viel früher treffen kann als ich. Ja, jetzt auch schon wieder. Aber abgesehen davon macht er jetzt nicht wirklich was arg viel besser. Und zack. Ja. Okay. Ja. Aber wir haben es auch hingekriegt. Zwar mit einer ziemlich schlechten Zeit, muss ich zugeben. Aber ist mir sowas von egal. Ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben, denn Welt 5 war bisher wirklich, was Shiny Gold angeht, das Schwierigste. Muss ich wirklich so sagen. Also das war echt, boah, richtig hart. Aber wir haben ja jetzt Welt 5 hingekriegt. Und beim nächsten Mal gibt es dann schon den ersten Zeitlauf aus Welt 6. Die Donkey Kong Insel, nämlich Level 6.1, Trautes Heim, Eis allein. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.